Die L2-Sterne an sich ist eigentlich komplett neu, wenn man davon absieht, dass wir sie im Ponybereich und im internationalen Ponybereich ja bisher schon gehabt haben. Wir sehen nun die Dressurprüfung der Klasse L, wie sie ab 2012 auf Turnieren geritten werden muss. Vorgestellt wird uns von Matthias Vatter, Trainer und Ausbilder auf dem Gut Römerhof, die Dressur L10, eine Dressur mit 2 Sternen. Einreiten erfolgt hier nun schon im Galopp. Das Halten erfolgt auch nicht bei X, sondern dahinterliegend. Wir versprechen uns davon, eine einfacheren und besseren Entwicklung hin zu der Klasse M. Von daher macht es Sinn, dass diese Aufgaben nur auf 2060 anzubieten. Und als entsprechende Forderung natürlich ist Schulter herein und Schenkelweichen enthalten, die wir ja bisher eigentlich nur der Klasse M vorbehalten haben. Was hier noch fehlt, ist der fliegende Wechsel, der dann allerdings erst in M kommt. Das Antraben vom Fleck, rechte Hand. Man sieht das energische Abfußen des Hinterbeins. Die Lektionen dieser Aufgabe sollen den Reiter und das Pferd auf die Klasse M vorbereiten, haben also einen deutlich höheren versammelnden Charakter. Hier sehen wir das Schulter herein, auch eine Lektion, die die Anforderungen der Klasse M vorbereiten soll. Das Reiten von halben Volten zeigt, ob das Pferd durchlässig ist und sich im Wechselpunkt geschmeidig umstellen lässt, gefolgt von einem Schulter herein auf der rechten Hand. Abwenden auf die Mittellinie. Das Reiten von sogenannten freien Linien ist bei den neuen Aufgaben insgesamt stark im Vordergrund stehend. Auch hier wieder eine Volte mit anschließender Traversale nach rechts. Alles Lektionen, die wir bisher nur aus der Klasse M kannten. Auch hier wieder zunächst die Linksvolte. Hier lässt sich gut die gerade Richtung des Pferdes erkennen, gefolgt von der entsprechenden Traversale nach links. In der 2-Sterne-L haben wir jetzt als neue Lektion für die Klasse L das Schulter herein bzw. halbe Traversalen, die es dem Reiter erleichtern sollen, den Weg hin zur Klasse M zu finden. Nun sehen wir einen harmonischen Übergang zum Scheritt, gefolgt von einem Kurzkehrt. Hierbei das Pferd korrekt gestellt. Ausdrucksstarkes Traben an der langen Seite. Ein wesentlicher Punkt, den wir auch bei der Neuschaffung des Aufgabenheftes geschaffen haben, ist, dass wir die einzelnen Lektionen oder aber auch die einzelnen Übergänge an verschiedenen Punkten fordern. So zum Beispiel, wie wir eben in der Aufgabe gesehen haben, das erste Halten nicht wie traditionell bei X, sondern erst bei I. Oder aber, dass wir den Mitteltrab oder den Mittelgalopp eben nicht über die ganze lange Seite verlangen, sondern einmal von S bis K oder von R bis F. Ein harmonischer Übergang zum Scheritt bei A.
Schreiten im Viertakt bei gegebener Rahmenerweiterung. Hierbei bleibt die Anlehnung erhalten. Man sieht deutlich, wie die Hinterhufe über die Spur der Vorderhufe fußen. Auch diese Lektion im freien Raum. Das Aufgabenheft an sich unterliegt ja auch immer dem ständigen Wandel der Zeit. Wenn ich mich zum Beispiel erinnere, dass wir in der LPO 1955 bereits oder noch das Aufgabenheft integriert hatten in der LPO und es dort eine Aufgabe Dressurklasse L für Springpferde gab, was ja heute quasi undenkbar ist, unterstreicht das eben die Tatsache, dass dieses Aufgabenheft immer dem Wandel der Zeit unterlegen ist. Hier das Angaloppieren auf der linken Hand. Und auch hier wird wieder deutlich, dass Reiten auf freien Linien ohne Anlehnung an die Bande stellt einen besonderen Schwerpunkt in den neuen Dressurprüfungen dar. Korrekter, einfacher Wechsel vom Linksgalopp in den Rechtsgalopp. Gefolgt von der Schlangenlinie durch die Bahn, jeweils mit Galoppwechsel beim Durchreiten der Mittellinie. Daraus entwickelt der Mittelgalopp an der langen Seite, harmonische Rückführung des Pferdes, das Abwenden auf die Mittellinie, mündet in die Grußaufstellung. Auch hier wieder das Loben des Pferdes, ein zufriedenes Pferd, was am hingegebenen Zügel die Bahn verlässt.